herzlich willkommen zurück bei den Vienna Classic Days, Teil 2 der kleinen Stadtstreicherberichte über diese traditionsreiche, tolle Automobilveranstaltung. Und auf diese Autos mit diesen Logos könnt ihr euch im zweiten Teil schon freuen. Der Plymouth ist aus den USA, ist als letztes in den USA in Oakland, Kalifornien angemeldet gewesen. Plymouth war Unterprodukt der Firma Chrysler und ist seit ca. 10 Jahren in Europa, war aber nie angemeldet und ja, ich habe das als Sammlung gekauft, vor 2 Jahren für Österreich soweit umgebaut, dass er einsgenehmigt werden können und seit heuer darf ich fahren damit. Ist das erste Mal und ich habe diesen Startplatz beim Gewinnspiel der Firma OTC gewonnen. Dieses schnittige Gefährt mit dem springenden Kätzchen als Kühlerfigur ist doch kein Jaguar, oder? Das ist ein Panther, Calista. Was kann man über die Marke Panther jetzt aussagen? Die Marke Panther wurde produziert in England von einem Herrn Yankee bis 1992 und der hat immer das eigentlich auf 30er Jahre Fahrzeuge bauen wollen. Und unter anderem ist da der Calista rausgekommen. Eins der berühmtesten Fahrzeuge von ihm ist der Six, das sechsrädige Auto, angelehnt an den damaligen Tyrrell. Also das ist jetzt ein eher jüngerer Oldtimer sozusagen. Er ist gemacht auf 1984er Baujahr, genau. Wenn ich es richtig gemerkt habe. Und ist der eigentlich auch als Alltagsfahrzeug jetzt noch im Einsatz oder wirklich nur als Alltag? Bei uns nicht. Er ist nach wie vor, sagen wir mal so, ein Fahrzeug ohne den Helferchen. Und somit ohne Servolenkung, ohne Bremskraftverstärker. Ohne Federung. Ohne Federung. Also ich würde es nicht als Alltagsfahrzeug empfehlen. Hier parken aber hingegen zwei richtige Jaguare. Nur von hinten sehen die ja gar nicht so eindrucksvoll aus. Schauen wir uns die doch mal von vorne an. Na bitte, zweimal Jaguar MK2. Altersunterschied 8 Jahre. Ratet mal, welcher der Jüngere ist. Und wenn wir schon bei den Wildkatzen aus Großbritannien sind, nochmal ein bisschen älter als die zwei soeben gesehenen, einmal geschlossen, einmal offen. Und der Rote hat sogar einen Zylinder mehr als der Dunkle. Vor mir steht ein Excalibur. Das ist ein Name, der natürlich auf der Zunge zergeht. Excalibur wurde gegründet in Amerika. Das war ein Werk in Amerika, das sich diesen Mercedes SSK als Vorbild genommen hat. Ein Brooke Stevens, der Inhaber der Firma, und hat viele Jahre oder einige Jahrzehnte Autos gebaut in dem Stil, der Optik nach angeglichen an den Mercedes SSK. Ja, man sieht es eher ein bisschen, nur der ist ein bisschen bequemer, weil der Mercedes SK hat den Schwiegermuttersitz hin. Ja, ja, es gibt auch den hier mit Schwiegermuttersitz und auch als große Limousine. Und was interessant ist, jedes Auto wurde einzeln nach Kundenwunsch gebaut. Und das macht das Auto einzigartig. Es gibt kein zweites Auto so wie dieses hier. Wie oft fahrt ihr denn mit diesem Auto? Wir fahren viel. Wir haben jetzt schon 109.000 Kilometer auf dem Tacho. Die haben wir fast komplett gefahren. Wir haben das Auto mit ganz wenig Kilometer auch übernommen. Aber wir fahren gerne auch weite Strecken. Von uns bis Wien sind es ja auch 650 Kilometer. Und wir fahren auch gerne mal den Großglockner hoch. Auch sowas macht Spaß. Aber natürlich gemächlich. Im Alter entsprechend, im Alter vom Fahrzeug entsprechend. Ich glaube, ihr habt das längste Fahrzeug im Teilnehmerfeld. Kann das stimmen? Das könnte sein, ja. Ich habe mich jetzt noch nicht genau umgeschaut, aber das könnte sein, ja. Was ist es denn für einer? Das ist ein Cadillac Series 62, Baujahr 1954. Gestern hattet ihr einen vierbeinigen Co-Piloten, kann das stimmen? Ja, das ist richtig. Ja. Wir hatten unseren Hund mit dabei, der hat das auch sehr genossen. Natürlich die Fahrt durch den Wienerwald ganz besonders. Und für heute aber mit der Stadttour, da haben wir ihn im Kühlen zu Hause gelassen. Ja. Der Wagen hat ja noch was ganz Besonderes. Das ist
Also wenn ich das so zähle, ein Sechssitzer, kann das stimmen? Das ist richtig. Es hat eine Vordersitzbank mit 3 Sitzplätzen und hinten 3 Sitzplätze. Und das Besondere ist, dass das Auto schon damals mit sehr vielen Features ausgestattet war. Mit einer Klimaanlage, mit elektrischen Fensterhebern, mit einer elektrisch verstellbaren Vordersitzbank, einer Servolenkung, was für europäische Autos der damaligen Zeit eher nicht so verbreitet war. Ist er noch alltagstauglich dadurch oder doch eher nur ein Oldtimer-Fahrzeug? Ich glaube, in Bezug auf die derzeitigen Spritpreise ist die Alltagstauglichkeit wirtschaftlich in Frage zu stellen. Sonst ja, funktionsfähig und technisch kein Thema. Also man könnte mit dem auch täglich fahren, macht man natürlich nicht. Man schont sein Fahrzeug und holt es für solche Anlässe heraus. Ja, und quasi das Kontrastprogramm zum soeben gesehenen Fahrzeug ist hier der kleine Puch 600. Aber auch der gilt als Oldtimer. Und natürlich darf auch ein VW-Käfer in einer Oldtimer-Parade nicht fehlen. Dieser hier ist ein Baujahr 1955, also aus dem Jahr des Staatsvertrags. Und so sieht es unter der Haube eines Stingray aus. Tja, und hier am Startplatz des Sonntags beim Mistplatz der 48er gibt es auch einen ganz anderen Oldtimer zu sehen. So, und ich habe jetzt von mir die 4 im... Moment, das sind nur 3. Wo ist der 4.? Der 4. ist irgendwo am Weg verloren gegangen. Also... Ich hätte einen 4. entdeckt bei euch. Wirklich? Schaut euch mal um im Auto. Ach so, ja. Da ist er eh, siehst du? Im Mittelpunkt eines ÖMTC-Einsatzes steht momentan ein Alvis. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne die Marke Alvis nicht. Breitner. Breitner und sind im Verhältnis auch gar nicht so viele gebaut worden, aber ein paar sind noch übrig. Also ein britisches Modell. Genau, ja. Rechtslenker. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe die zwei Herren, die gar nicht so unwichtig sind für den reibungslosen Ablauf dieser Vienna Classic Days, sind hier im Einsatz, haben wir soeben festgestellt. Seid ihr jetzt speziell vorbereitet auf Oldtimer oder ist das Alltagsprogramm bei euch? Wir sind halt etwas älter, deswegen haben wir solche Sachen noch mitbekommen. Nein, aber es ist groß und ganz, wir reparieren im Großen und Ganzen alles. Ob jetzt neu oder alt. Es ist natürlich, ist bei Oldtimer gehört auch viel Erfahrung dazu. Aber im Großen und Ganzen schaffen wir alles. Danke, dass wir da sind. Wir haben jetzt aber wirklich, also tippitoppi gestern. Also auch ist ja gar nicht so leicht mit Oldtimern reparieren. Ja, oder ja, aber wirklich, ich habe immer schon gesehen am Anhänger fahren. Ja, vor mir jetzt der berühmte Mercedes 300 SL. Das Auto mit den Flügeltüren, daher den englischen Spitznamen Gullwing, also auf Deutsch Möwenflügel, verpasst bekommen hat. Ja, einsteigen, ah? Na, du bist einer. Das ist gar nicht so einfach, gell? Nein, nein, es geht schon. Es geht schon. Das ist ein Erbstück von meinem Vater. Von meinem Vater ist Baujahr 1955, 215 PS, 6 Zylinder. Sonst ist nicht viel zu sagen. Also der Vater ist Baujahr 55 oder das Auto? Das Auto ist Baujahr 55. Der Vater ist 1920 geboren gewesen. War gut. Ja, danke. Ja, diese Charleston-Ente wird soeben versorgt, wie es sich für einen Besitzer gehört. Jetzt habe ich aber eine ganz persönliche Frage. Dieses Auto wäre mein Wunschauto gewesen. Damals hatte ich das Geld nicht. Heute hätte ich vielleicht das Geld. Wie viel würde ich dafür hinblättern müssen? Dieses Exemplar ist unverkäuflich. Aber ein Exemplar mit einem derzeitigen Zustand, technisch auf dem letzten Stand, karosseriemäßig am letzten Stand, müsste man schon denken, so 20.000, 25.000 Euro. Voriges Jahr waren wir ja schon Teilnehmer der Vienna Classic Days und die riesengroße Überraschung, wir haben mit unserem 2CV die Vienna Classic Days gewonnen. Und bei der Siegerehrung zuerst so betretenes Schweigen, ein unbekanntes Teilnehmerpaar
Und wie dann die Nennung war mit einem 2CV, auf einmal sind die Gesichter aufgegangen, die Leute haben gelacht, haben applaudiert und man hat niemanden gesehen, der das Gesicht verzogen hat. Das war die wahre Freude und für uns halt die wahre Überraschung. Ja, liebe Leute, und genau solche Geschichten wie der Außenseiter-Sieg eines gar nicht so hässlichen kleinen Entleins, ganz groß hier in der Kamera, eine 2CV-Ente Charleston aus dem Vorjahr, machen die Vienna Classic Days mit all ihrem Flair so absolut liebenswert.